Liebe Leute, seien alle Türken Verfalsers? Was macht der Trinken von Koffie so ein kann ein Schreitwort eigentlich ein Kompliment sein? Wir haben nicht über Türken in der Duitse Tal. Und dann bedoel ich ausdrücklich, wir haben nicht von über Türken in der Duitse Tal, nicht über echte Türke. Bei dem Wort Türken denke ich den an die Menschen, die aus der Türkei nach Deutschland, Niederlande und anderen Ländern gekommen die in den Beginn oft Gastarbeiter genannt werden genoemd, und die oft auch nicht Türken sind, sondern vielleicht Kurden. Der korrekte Term in Deutsch ist mittlerweile türkei-stämmige Menschen, also nicht türkisch-stämmige Menschen. Aus der Türkei, aber nicht notwendig aus der Volksgruppe der Türken. Maar ja, ieder mens is een individu en welke identiteit iemand heeft, dat moet je uiteindelijk natuurlijk aan hemzelf vragen. Toen ik in Duitsland opgroeide, waren er kinderen van mensen uit Turkije, maar je kwam ook een aantal Duitse culturele verwijzingen tegen met het woord Turk erin. Een bekend voorbeeld is een lied over koffie. Het lied werd circa 200 jaar geleden door een Karl Gottlieb Hering verzonnen. In mijn eigen vertaling. C-A-F-F-E-E drinkt nicht so viel Koffee, nicht vor Kindern ist der türken verswackt die mag dir bleek entkrank. krank, na, sick. Wees jij kein Muselmann, die dat nicht laten kann, na, kann laten. Liebe Leute, was latert ob? Natürlich, ob das Fakt, dass Kaffee früher vor allem aus Türkei nach Europa kam, oder via Türkei. Und bei, Tür bei Türkei muss man toen an das Ottomaanse Reich denken. Das war ein groot Rijk, viel größer als das heutige Türkei, das viele oorlogen gegen die europäischen Länder heeft gevoerd. Viele Duitsers finden, dat das Lied über den Türkendrang der Muselmannen nicht mehr kann, aber sie wollen das schöne Lied auch nicht verwerpen darum sehe ich nu soms een Versie die über de zwarte Drank gaat, die alleen door domme Mannen, nicht mehr muselmanne wordt gedronken. De uitdrukking etwas Türken, iets Türken, of ook en Türk bouwen. Wat betekent dat? De uitdrukking in der deutschen omgangstaal will zeggen dat iets verfalst wordt. Als ein passport getürkt is, dann ist die niet echt. Ja, warum heb je die uitdrukking in deutsch Seien alle Türke verfalsers vor Türken als Werkwort es zumindest drei Verklaringen. in der 19 der Ehe machte preußische Lehrer uffeningen op tempelhofer feld bei berlin in der Stadt war was ein türk von fand ein diplomaat. diplomat der soldate de preußische soldate machte einen guten Eindruck indruck ob de weil um ihre bewegungen fande vorher gut hatten das mocht eigentlich nicht wann het hoorde eine echte oefening zu sein Vanwege het Turkse graf in de buurt kreeg hun trucje de naam een Turk bouwen of een Turkenmanoeuvre. Verklaring nummer 2. In het jaar 1895 werd het Noord-Oostzeekanaal geopend. Schepen uit tal van landen kwamen om hun respect te tonen. Een orkest speelde hun volkslied. Maar toen de delegatie uit het Ottomaanse Rijk kwam, had het orkest de noten niet. Men besloot om het oude Duitse lied... Guter Mond, du gehst so stille zu Späle, um in der Flach von den Türken Wellen een halbe Mahnte zu sehen ist. Verklaring Nummer 3. All in het Jahr 1769 baute Wolfgang von Kempelen ein Schraakcomputer. Der minste er präsentierte eine haute Kiste mit einem Schragbord und einer Figur, die als ein Türk was gekleed. Türke rolde kennelijk als goede schraakspelers. En als ze tegen de computer speelde, dan bewoog de figuur met haar handen de spelfiguren en won ook vaak. Ja, nu denk je zeker, een schraakcomputer, 250 jaar geleden? En inderdaad, natuurlijk was het allemaal nep. In werkelijkheid speelde een man die in de kist zat verborgen. Vanwege het Turkse kostuum kon je dus zeggen dat Fort Kempelen een Turk had gebouwd. Voor elke verklaring geldt het hier dus niet om echte Turken, om Turken die zelf iets zouden hebben vervalst. En dat met de schraakcomputer is eigenlijk een compliment aan het genie van Turkse schraakspelers. Maar ja, er is ook een traditie in veel talen om Turk wel als schraakwoord te gebruiken. In het Italiaans bijvoorbeeld wordt gezegd dat iemand als een Turk rookt. Der zurück nach der Zeit, da das Osmanische Reich in Europa nicht bepaalt populär war. In der heb je dann auch noch de Kümmeltürke. Kümmel kann Karwei of Kummerin betekenen. In der Umgebung von der Deutschen Universitätsstadt Halle wird ooit viel von der Kreuz geteilt. Der Studenten von der Umgebung von der Stadt triest en achtelig, nicht als Türkei, duet das Reich. Kümmeltürke noemden sie ein Radperson, ein Heugela oder ein Opschrepper. Later, in der Zeitberg von der Gastarbeiters Gastarbeitern, wird die uitdrukking in der Tat auch für Türke aus der Türkei gebraucht oder für die sogenannten in het Bleibt noch die Frage, liebe Leute, auch hebben die so als in bouwen, frei wenig mit der heutigen Türkei te maken, ist es goed gute Idee, um die uitdrukkingen. Tegenwoordig nog te gebruiken? De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Lieve Leute, bedankt voor het kijken. Küle, küle.